Und da sind wir wieder zurück zu Resident Evil. Zero. Und wir haben im letzten Part sind wir dahergelaufen. Ich habe einen Bonus-Part gemacht. Ich link euch den nochmal rein. Ihr habt Zeit, bis die zweite Minute verstrichen ist. Dann ist der Link wieder weg. Ja, das legen wir mal ab. Das brauchen wir nicht. Moment, ich muss den Sound richten, weil ich muss mit zwei Headsets spielen. Das ist ziemlich unpraktisch, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, gehen wir weiter. Jetzt habe ich erst wieder was vergessen. Ich wollte mir noch den Raum genauer anschauen. Ach Gott. So. Da war nämlich noch ein Computer. Ein Bedienfeld. Da ist ein Schlüsselloch. Okay, das ist einmal interessant. Und da drin habe ich auch was gesehen. Ein Drogenspray haben wir gekriegt. Jetzt haben wir zwei. Das gefällt mir. Das legen wir gleich mal ab. Und wenn wir das nächste Mal getroffen werden, nutzen wir einfach eine, weil jetzt haben wir eh zwei. So, dann fahren wir mit dem Aufzug. Hat irgendwie so ein Moped-Motor. Jetzt habe ich geschossen, weil ich mich erschreckt habe. Ich wollte schon sagen, da lauert sicher was ums Eck. Da liegt was. Etwas wird angezeigt. Ein riesiges, menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Oh mein Gott, das ist ein Tyrant. Dadurch, dass ich den jetzt gesehen habe, weiß ich, dass der sicher gleich kommt. Ich hätte den Schlüssel auf, der kommt jetzt sicher. Oh mein Gott, er hat. Er schlitzt, sie schlitzen. Komm, fickt euch. Die wollten mich zerschlitzen. Und einen hauchdünnen Serrano-Schinken aus mir machen. Oh, auf Gefahr. Hat sich schon gelohnt, der Hellspray. Lohnt sich fast zum Speichern wieder. So, wir sind relativ gut durchkommen, ohne einen Schuss. So. Ich glaube, das Schlüsselloch, ich glaube, ich weiß, wo das reingehört. Auf den Schild steht ein U. Wie Ümmelgülsüm. Mit dem Feld. Ja, genau. Da sollst du es reingeben. Das geht jetzt nicht. Ach komm schon, sei nicht so blöd. Ich weiß, dass das reinpasst. Das einzige logische noch. Oh, ein Aufzug. Der Aufzug kommt mir aber bekannt vor. Den habe ich schon nochmal wo gesehen. So. Und da ich genau weiß, dass sicher jetzt was passiert. Patronen. So. Obwohl, wo ich die Magnum hingekriegt. Da oben. Die Magnum, verdammt. Hellgrad. Da liegt's. Genau. Heilung kriegen wir sicher noch. Also wenn da jetzt der Tyrant kommt, muss davor eine Heilung stehen. Die können nicht zu unfair sein und uns einfach da verrecken lassen.
Komm schon, ich warte auf dich. Wo bist du? Okay, da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Da ist nichts. Tatsache. Drehscheibe senken. Oh mein Gott, wir können runterfahren. Na, scheiß an, was soll's. Und ich bereue es schon. Das war doch der Aufzug, wo wir gegen einen Birkin kämpft haben, oder? Ja komm, ich weiß ja, dass da was ist. Na sicher ist das auch das vom zweiten Teil, das Labor. Hier hinten geht's durch. Da ist was eingestürzt. Was haben wir da? Er funktioniert zurzeit nicht. Hiermit wird scheinbar der Aufzug aktiviert. Das ist Schlüsselloch. Auf der Tür steht Sicherheitsraum. Hier brauchen Sie nicht zu suchen. Ja, wer weiß sie das? Okay. Was ist jetzt passiert? Hey, dann gehen wir ja. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Und dramatische Musik. Rebecca, all right, just be careful. I never saw him again. Genau, weil er ist halt gefressen worden. Na, erschossen ist er worden, genau. Aufzugsschlüssel. Will ich den wirklich verwenden? Eigentlich nicht. Brauchen Sie nicht zu suchen, okay? Diesen Bereich haben Sie schon durchsucht. Warum weiß sie das alles? Wo war jetzt der Aufzug? Hinten, ne? So. Aufzug wurde aktiviert. Das steckt gleich rein. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wenn ich jetzt verreck. Du hässliches Stück. Ich werde mal wieder dreimal auf ihm schießen und dann versuchen zum Weglaufen. Dreimal schießen, weglaufen. Und das Spiel werde ich die ganze Zeit so versuchen. Ja, schau nicht so blöd. Ist der hässlich. Jetzt geht auch noch das zu. Ja, klar. Okay, also die Taktik ist gut. Eins. In hinten reinschießen.
Und er hat mich erwischt, weil ich zu langsam war. Ich bin zu langsam. Ich bin zu blöd. Ja komm, was die alles kann auf einmal. Bin ich schon auf Vorsicht. Jetzt muss ich aufpassen. Ich sehe nichts mehr. Es ist leider ein heller Tag heute und es spiegelt. So. Auf Gefahr. Super Heilung. Super, was das gemacht, Rebecca. Spring, spring! Boah. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Oh Gott, ich hab ihn besiegt! Weiter bei der Aufzug. Wenn jetzt was kommt. Wenn jetzt was kommt, bin ich hin. Dann darf ich alles nochmal machen. Sie muss vorsichtig sein. Ich muss den dritten. Na, warte mal. Ich muss auf Etage 1 fahren. Über eine 1, ja. Kommt sicher jetzt ein Hunter. Und weg bin ich. Aha, das... Ah, das sind die Zombies. Da kommen wir zum Haus hin. Das heißt, ich könnte mir die Sachen holen, die drüben liegen. Ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Ich will jetzt nicht verrecken. Okay, Hunter. Da gehe ich sicher nicht durch. Ich fahre auf Ebene 4. Scheiß drauf. Ich fahre wieder von unten ganz herauf. Mit dem großen Aufzug. Wo bin ich jetzt hingefahren? Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Du Schleimbub. Hallo? Jetzt sind wir irgendwo ganz wo falsch. Eine Chance von 1 zu 4. Natürlich, beim vierten Mal erst kriege ich die richtige Tür wieder, weil ich nicht aufpasse. Verdammt. Oh, der Tyrant ist auch schon wieder weg. Fahren wir wieder rauf. Bitte funktionier noch.
bewegt sich nicht weiter. Ja, und dann ist das Spiel aus jetzt. Man kann nicht weiterspielen. In dem Zustand. Was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Bei den Hunter komme ich nie und nimmer durch. Ohne Schaden nehmen. Ich warte, bis halt einfach alle da kommen, schieße ich alle ab. Ich höre euch watscheln. Da ist keine Heilung, da brauche ich gar nicht schauen. Da habe ich nichts. Da habe ich nichts mehr. Es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine. Wir müssen die Magnum-Munition verschwenden. Da ist keine andere Möglichkeit. Noch nie habe ich die Magnum so früh verschossen. Wo sind wir jetzt? Ebene 1. Dann war das Ebene 2, wo die Hunter waren. Oh Gott, was mache ich? Ich stirb sicher jetzt. Dreimal geschossen, dreimal ist es abgeprallt wie ein weiß ich was. Ich werde einfach jetzt nochmal zum Tyrant spielen und wir sehen uns gleich beim Tyrant wieder. Und ein fliegender Tyrant-Einstieg. Upsa, weil ich habe jetzt mehr Sachen mitgenommen. Aber eigentlich will ich den Tyrant nur mit der Pistole töten, das ist mein Ziel. 1, 2, 3. So, ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. So. Wie ihr seht, ich habe auch die Bazooka diesmal mitgenommen, weil ich einfach keine Lust auf das habe. Auf die Hunter dann, die bombe ich dann einfach weg. Boah, ich habe es noch geschafft darüber. Wenn ich das jetzt so schaffe, dann bin ich stolz auf mich. Ich habe mich auch nicht mal noch heilen müssen. Du kriegst mich nicht. Ich schieß dir in den... Boah, jetzt hätte ich glaub... Er erwischt mich durchs... Fehlen. So, ich schieß dir in den Anus rein. Haha, du bist tot. Haha, du bist tot. Haha, du bist tot. Und diesmal haben wir ihn viel besser geschafft wie vorher. So. Und jetzt ist die Frage. Soll ich riskieren, mit Vorsicht zu den Hunter zu gehen?
Weil wenn ich dann oben verreck bei den Hunter, dann das wird noch schlimmer für mich. So gut, wenn wir den Tyrant überlebt haben und dann verrecken wir am Hunter, ne? Das wäre natürlich das ultimative Fehlerlebnis. Aber für den habe ich ja meine Bazooka jetzt mit. Mein Freund. Du hässlicher. Mir ist das egal. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich gerade schwitze. Magnum-Munition. Ich schau nochmal in die andere Richtung, ob da nicht irgendwo Munition noch liegt. Na, kommt's. Ihr Schweinchen. Was mache ich da jetzt? Ich weiß schon, was ich mache. Die zwei kombiniere ich jetzt und nehme dann. Gleich und dann habe ich den Heilspray noch übrig. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Ich werde die Heilung da lassen dabei. Weil die kann auch Billy benutzen. Und ich oder ich hole es dann einfach offscreen. Laufe ich dann später, wenn ich dann gespeichert habe, einmal noch zurück. Und hol die Teile. Tür wurde aufgeschlossen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich bin. Ja, genau. Ich weiß, wo ich bin. Bam, bam, badam, bim, bip, bip, bidi. Dann bleibe ich einfach so lange auf Vorsicht, wie ich es halt aushalte, ne? Oder was sagt ihr? Und braucht man die Magnum nicht mitnehmen. Bin ich hier richtig? Ja. Dann braucht man die Magnum nämlich nicht mitnehmen. Noch nicht, wohlgemerkt, noch nicht. So, passt. Dann können wir die wieder ablegen. Dann können wir das, können wir wissen. Nehmen wir auf und legen wir es halt dann gleich wieder ab. Ablegen. So. Und so wie wir jetzt sind, mit zwei Heilungen lieber. Also ich hole jetzt einmal die andere Heilung, die was noch unten liegt, und dann hole ich Billy irgendwo ab. Der muss ja irgendwo sein. Aber die Heilung möchte ich da nicht zurücklassen. Bei der Billy, glaube ich, war ja, wo man verloren haben, auf Vorsicht. Also sollten wir das schon holen. Wenigstens gibt es eine Abkürzung mit dem Messer. Beziehungsweise ins Haus kann ich auch gehen und die Molotow-Sachen holen, falls wir da noch Gläser irgendwo finden. Also Flaschen. So. Immer diese lange Tür gehen.
So, oder la, dann brauchen wir dieses da. Zack. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Euer Slavus. Tschüss, Dankeschön.